Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf unserer verschneiten Insel Isla Matanzeros. Beim letzten Mal haben wir ein felsiges Gehege für unsere Wollnashörner gebaut und wir haben angefangen, eine Jurassic-Tour-Strecke zu erstellen und diese durch unsere Gehege zu führen. Bevor es jetzt weitergeht, kommen wir natürlich wieder erstmal zu den schönen Namensvorschlägen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Im Hintergrund seht ihr jetzt die Leute, die sich hier in meinem Park verewigt haben. Schon mal wieder vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare und Likes. Und jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit unserer Arctic Jurassic World. Und genau an dieser Stelle geht es hier weiter. Die Wollnashörner oder Woolly Rhinos scheinen sich hier auch sehr wohl zu fühlen in unserem neuen Gehege. Kraxeln hier schön auf den Bergen herum. Genau so habe ich mir das ja auch vorgestellt. Aber heute wollen wir natürlich wieder ein weiteres Gehege bauen und weitere Bewohner freilassen. Das Ziel war es ja, hier insgesamt 3 Gehege drumherum zu bauen, um diesen Felsen in der Mitte, der ist ja so ein kleines Highlight von der Insel, und dann da die Tour entlang zu führen. Das sollten wir eigentlich, glaube ich, auch ohne Probleme hinbekommen. Da müssen wir aber jetzt erstmal hier den Platz, den wir noch haben für das dritte Gehege, etwas freiräumen und auch schon mal ein bisschen glätten. Weil ja, ihr wisst ja, Wasser kann man leider nur auf einer ebenen Fläche bauen. Ansonsten würde ich das natürlich auch gerne mit Wasserfällen oder so ausschmücken oder klippen. Das wäre cool. Schade, dass es sowas nicht gibt bei Jurassic World Evolution. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wir irgendwann Jurassic World Evolution 2 oder irgendein Nachfolger, je nachdem wie er heißen wird, dann bekommen werden, dass man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Das wäre ziemlich cool. Aber ich glätte das jetzt erstmal, bereite das ein bisschen vor und dann fangen wir mit dem Gehegebau an. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Gehegeform hier machen. Ich habe mir da natürlich schon was überlegt. Aber ob das Ganze so machbar ist, das weiß ich nicht. Werden wir jetzt gemeinsam herausfinden, hoffentlich. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wollte das Gehege auf jeden Fall erstmal hier so ein bisschen entlang führen. Dann in diese Richtung so ein bisschen weiter ausbauen. Also da, wo ich jetzt hinbaue mit dem Zaun. Und genauso wollte ich das dann natürlich hier handhaben. Auch nicht zu nah dran, weil ich will wieder so ein kleinen Bereich haben. Apropos, die müssen wir erstmal wegmachen. Ich will einen kleinen Bereich haben, der außerhalb der Strecke wieder ist. Hatten wir ja bei den anderen Gehege genauso gemacht, dass das Gehege nicht direkt an dem anderen liegt. Finde ich auch ein bisschen besser. Okay, ich mach mal so ungefähr. Das könnte eine interessante Gehegeform ergeben später. Hier mache ich den Bogen auch nochmal ein bisschen anders. Okay, sehr gut. Und hier will ich jetzt einen Kreis machen. Es wird wahrscheinlich noch nicht mal ausreichen von der Größe. Weil ich habe natürlich in diesem Kreis was Besonderes geplant. Oh, so passt das nicht. Doch. Dürfte jetzt genau rund sein. Das ist perfekt. Aber das muss jetzt noch größer. Ich werde das immer, ich denke mal, bis zum dritten Strich hier führen. Kann man leider sehr schlecht erkennen auf dem Untergrund. Also an allen Ecken hier bis zum dritten Strich. Daran kann man sich nämlich immer gut orientieren. Und wir werden auf jeden Fall ein Mittelstück hier setzen müssen. Das können wir die gleich nicht verbinden. Genau. Auch nochmal bis zum dritten Strich. Und hier auch nochmal ein Mittelstück. Und jetzt kann man hier nämlich das Ganze verbinden. Und das ergibt dann nochmal einen größeren Kreis. Der Vorteil an dieser Sache ist, dass der Kreis dann sehr, sehr gleichmäßig ist, dadurch, dass wir halt uns an den Strichen orientiert haben. Es wird wahrscheinlich nicht ganz perfekt sein, aber das fällt gar nicht auf. Ihr seht ja, der sieht wirklich kreisrund aus und auch relativ groß. Das ist gar nicht schlecht. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir den Übergang hier gleich vernünftig zaubern. Dass das schön in einem Guss aussieht. Das gefällt mir eigentlich an Gehegeform.
Dann machen wir mal das, was ich hier geplant habe. Mal sehen, ob das klappen wird. Das weiß ich natürlich nicht. Erstmal muss hier Wasser hin. Und wir müssen auf die Wasserhöhe kommen. Müsst ihr auch immer unbedingt bedenken, dass man nicht auf jeder Höhe Wasser platzieren kann. Das heißt, hier müssen wir das Ganze nochmal eben auf Wasserhöhe bringen, das gesamte Gehege. Damit wir da keine Probleme später bekommen. Und jetzt können wir das hier vollpinseln. Und mal das versuchen, was ich geplant habe. Bin gespannt, ob der Kreis hier ausreichen wird. Sieht gerade aus wie so ein kleines Mosasaurus-Becken. Aber das soll da natürlich nicht hin. Auch wenn es den Mosasaurus ja mittlerweile gibt als Mod. Aber die ist natürlich nicht so nice, ne? Weil die halt fliegt und nicht schwimmt. Was ein bisschen schade ist, sonst hätte ich den hier definitiv untergebracht. Vielleicht fällt mir ja noch irgendein Weg ein, dass das nicht so auffällt oder so. Eigentlich nämlich ziemlich cool, hier einen Moser drin zu haben. Ich glaube, wir haben auch noch relativ viel Platz, wenn wir das hier fertig haben. Das heißt, wir können noch einiges anderes planen. Das könnte alles sogar echt hinkommen hier, was ich geplant habe. Jetzt nämlich hier am Rand ein wenig Land schaffen. Einmal drüber rumpinseln. Muss auch gar nicht so gleichmäßig sein. Muss ich natürlich aussehen. Ist aber schon nicht schlecht. Und jetzt müssen wir uns mal die Strecke schnappen. Und diese dann von hier. In das Gehege führen. Dann war der Plan, hier entlang, schön am Rand, einmal drumherum zu düsen. Alles ein bisschen umständlich. Aber so kennen wir ja Jurassic World Evolution. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Nee, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, an die ganzen Sachen von JWE beim Bauen, dann macht das echt Spaß. Auch das mit den Wegen und so, auch wenn es teilweise wirklich ein bisschen kompliziert gemacht ist. Muss man einfach sagen. Sieht schon super aus. So, und jetzt können wir eigentlich hier auch schön am Rand bleiben. Und hier dann einmal Richtung Station fahren. Perfekt. Dann haben wir eine wunderschöne Strecke. Natürlich kann jetzt hier auch wieder Wasser hin. So nah wie es geht in die Strecke. Also immer ein bisschen haben wir sogar noch hinbekommen an Wasser. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Nicht zu viel Wasser. Aber das soll dann so ein bisschen das Highlight werden. Hier dieser Felsen in der Mitte. Da werde ich auch noch Felsen drumherum, denke ich mal, platzieren. Uns hier ein bisschen austoben. Schön hier unten. Oh ja, das ist super. Kann auch ruhig mal den gleichen Felsen nutzen. Bisschen drehen, dann sieht das gleich ganz anders aus. Aber Variation sollte man natürlich trotzdem reinbringen. Das ist immer sehr wichtig. Sieht aber schon sehr gut aus. Habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Na komm. Mich den hier möglichst nah ran platzieren. Na, geht doch. Das ist doch super. Jeden Felsen zweimal. Dann passt das. Das sieht doch toll aus. Nicht schlecht. Okay, wir machen das natürlich noch felsiger hier. Schöner an die Strecke wäre schön. Ich glaube, ich tausche die hier nochmal aus, dass wir hier diesen Felsen machen, der ein bisschen höher ist. So, und dann können wir da hinten nochmal vielleicht auch einen ganz anderen hinmachen. Oh, nee, der ist mir zu groß. Ich glaube, der hier ist schon cool. Wenn den so schön als Übergang macht, dann sieht das Ganze hier schon richtig schön felsig aus. Als nächstes kommen hier natürlich auch wieder Bäume rein. Ich denke mal, ich werde bei den Redwood Trees bleiben. Finde ich nämlich echt toll. Ich hoffe, wir kriegen die hier noch ein bisschen hin. Und sogar gerade schon eine Tour angefahren. Das ist ziemlich cool. Düst hier schon vorbei. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das hier nicht zu sehr übertreiben, aber auch nicht zu wenig machen mit den Bäumen.
einen größeren hier nebenan. So. Nochmal einen kleineren dazu. Dann sieht das doch schon ganz ordentlich aus. Hier vorne können wir auch nochmal welche hinmachen. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht verwendet hier. Ein bisschen für die Variation. Wir können hier sogar noch einen dritten hinmachen. Oder hier. Ich glaube, ich mache hier noch einen dritten kleinen hin. Wird mir das hier zu mächtig. Den drehen. Dann sehen die nicht zu identisch aus. Und hier vorne, das gestalten wir gleich. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ein paar Pflanzen müssen da nämlich auch noch rein. Normale Bäume werden wir da jetzt nicht hinmachen. Das tut nicht Not. Ich werde hier einfach nochmal schön Büsche hinzeichnen. Gerade bei den Bäumen soll es ruhig ein bisschen grüner sein. Das ist sehr gut. Und natürlich auch noch ein bisschen Variation reinbringen. Mit ein paar anderen Büschen. Dürfen wir halt nur nicht übertreiben, weil das halt schon noch schneeig und eisig aussehen soll. Wir müssen gleich auch noch ein bisschen mit den Klippenzeug zeichnen. Ein wenig. Weil hier sollte natürlich auch so ein bisschen felsiger unter den anderen Steinen sein. Muss man dann auch immer so ein bisschen kombinieren. Das Ganze, die ganzen Farben ein bisschen anpassen. Auch hier dann später mit dem Schneetool und so noch darüber zeichnen, dass es nicht zu weiß ist und auch nicht zu grün ist. Ich wollte natürlich zu grün sagen. Macht ja ansonsten keinen Sinn. Hier vorne gehe ich jetzt auch nochmal ein bisschen über. Weil dann verschmelzen immer so schön die Bodentexturen miteinander. Die felsigen mit dem Gras hier. Das ist echt cool. Gibt dann immer ein sehr natürliches Bild, finde ich. Das sieht doch schon super aus. Ja, das sieht nice aus. Gefällt mir. Jetzt nehmen wir nochmal so ein Dreierpaket hin. Muss ich natürlich immer erst machen und dann den normalen Wald zeichnen, sonst funktioniert das immer nicht so gut. Und hier in die Ecke könnten wir sogar einen Futterspender hinmachen. Hier kommen nämlich unsere ersten Fleischfresser hin. Bietet sich echt an hier, die Ecke, die ist super. Sehr schön. Da kann man die dann sehen. Okay. Und hier können wir uns auch nochmal was überlegen. Okay. Und dann könnten wir hier vielleicht noch einen Baum vormachen. Und dann passt das eigentlich. So, das ist doch okay. Machen wir da noch ein paar Büsche hin. Und dann sollte das Gehege soweit erstmal stehen. Bin ich auch sehr glücklich damit. Muss ich ein bisschen gepflanzt hier sein. Und dann hat man nämlich auch nochmal die Chance, hier am Ende des Geheges auch nochmal die Kreaturen zu Gesicht bekommen. Einmal hier, einmal da und hier im Wasserbereich. Das ist, denke ich mal, ziemlich nice. Und um diesen Kreis habe ich natürlich auch noch was geplant. Denn ich würde gerne diesen Wegestil, den wir hier am Anfang angewandt haben, den würde ich beibehalten und hier auch nochmal drumherum führen. Ich denke mal, das wird nämlich später ziemlich cool aussehen, wenn wir dann öfter solche Kreise haben von oben in diesen Farben. Das heißt, wir dürfen jetzt hier gleich auch einmal wieder schön drumherum zeichnen mit dem Wegetool. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen, denke ich. Wenn wir die richtigen Einrasspunkte haben, sollte das eigentlich kein Problem werden. Ja, das sieht doch gut aus. Muss ja auch nicht ganz perfekt sein. Solange es einigermaßen gleichmäßig um diesen Zaun herum geht, ist das schon gut. Dann kommt hier der weiße Weg drumherum. Geht natürlich immer am besten, wenn man das so einzeichnet. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Folgen. Und dann würde ich einfach hier ein Stück freilassen. Das Ganze hier auf der Seite nochmal wiederholen, so wie wir es gerade gemacht haben. Dann hier die Endstücke wegmachen und dann kann man hier perfekt verbinden. Und das Ganze dann auch nochmal mit den braunen Wegen. Da macht man es dann genauso. Dann hat man den äußeren Kreis auch nochmal. So, und das werde ich jetzt mal eben wiederholen, bis wir hier den gesamten Weg einmal entlang geführt haben. So finde ich das eigentlich ganz cool. Dann geht das hier in so einen kleinen Platz über. Und hier kann man dann nochmal den Zaun wieder ein bisschen durchsichtig machen. Ich glaube mit Elektro, weil da kommen ja Fleischfresser rein.
Dann kann man hier nämlich auch noch als Besucher einmal so reinschauen. Das ist cool. Und hier müssen wir dann den Weg natürlich noch ein wenig abführen. Das habe ich gar nicht bedacht. Das Tor muss natürlich wieder rein. Das hatte ich vorhin beim Umbauen ein wenig entfernt. Aber das sollte ja kein Problem sein. Und dann schön mit dem Glätten-Tool rüber. Dann ist das nicht mehr so steil. Geht denn die Tour hier lang? Hier rechts, links. Wollte hier nämlich, glaube ich, auch nochmal... Ich glaube, ich mache hier nochmal so einen Zaun vor. Also so einen kleinen Zaun. Müssten wir da mal gucken. Das irgendwie so handhaben. Dahinter dann die Tour fährt. Ja, das finde ich ganz cool. Und dann können wir hier den Weg noch bis ganz vorne ranführen. So entlang und dann bis zum Rand hier. Schön nah am Zaun. Perfekt. Hier würde ich, glaube ich, dann auch nochmal, haben wir es hier vorne gemacht, auch so ein Stück abrunden oder sowas. Dass wir dann da so einen kleinen Platz haben, wo die Leute stehen können. Und dann können wir hier die Dinger gleich einfügen. Ich möchte aber gerne noch auf diesen freien Platz einen Turm platzieren. Ich glaube, der kommt aber... Eigentlich ist diese Höhe ganz gut. Den hier so hinmachen. Hier das Ganze nochmal ein wenig absenken. Und wieder überglätten. Dann ist das nämlich ein erhöhter Turm. Und dann ist die Sicht umso besser auf das Gehege. Ich würde hier gerne nochmal einen Turm in Richtung Mammutgehege machen. Dass der hier so ungefähr steht. Und jetzt mache ich mal kurz hier den Weg weiter. Das Wegdesign habe ich jetzt mir doch nochmal ein bisschen anders überlegt. Nicht, dass das da vorne endet, sondern dass das hier auch noch um die Ecke geht. Ist zwar komplizierter, aber gefällt mir optisch ein bisschen besser, muss ich sagen. Wäre halt nur cool, wenn wir jetzt hier den Übergang noch hinbekommen. Es klappt aber alles gerade richtig, richtig gut. Muss ich einfach mal sagen. Das ist alles super. Gut, hier ist jetzt ein kleines Loch drin, aber das kann man meistens reparieren, indem man so macht. Ah, das sieht doch supi aus. Perfekt. Hier noch. Einen schönen Übergang hinbekommen. Bitte nicht den Weg kaputt machen. Perfekt, passt. Hier bei dem Turm mache ich das ähnlich, wie wir es vorher auch schon gemacht hatten. Einfach so eine kleine Wegfläche. Die würde ich jetzt gerne hier ran connecten. Allerdings muss ich hier nochmal den Weg entfernen. So ein bisschen, weil das Grau soll sich direkt verbinden miteinander. Also heute läuft es mit den Wegen, muss ich sagen. Entweder bin ich in Übung oder ich habe einfach Glück, dass es läuft. Aber so habe ich es mir vorgestellt. Das ist der graue Weg verbunden, genau wie hier. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Wegform. Okay, Planänderung. Wir müssen hier dann nochmal einen Weg abführen lassen, der dann hier runter geht. Weil hier ist es einfach zu eng. Das ist einfach zu steil hier und zu wenig Platz. Ich habe es vorhin ausprobiert, aber das ist kein Problem. Dann lassen wir hier einfach den Weg abgehen und weitergehen. Macht rein gar nichts. Übrigens, wenn ihr mal solche Ecken habt, dann müsst ihr einfach einmal hier nochmal so eine Zwischenstrieme machen und könnt das dann entfernen. Und dann sollte das alles wieder vernünftig funktionieren. Ich bin noch am Überlegen, ob wir hier nicht irgendwie dann ein Gebäude oder sowas hinmachen. Das könnte man ja auch überlegen. Oder sogar noch ein kleines Gehege. Na, ich denke mal eher so ein Gebäude oder sowas passt da gut hin. Und zwar können wir hier dann wieder ein, zwei Geschäfte noch unterbringen. Vielleicht auch wieder eine Toilette. Ah, die brauchen wir eigentlich nicht. Wäre wahrscheinlich zu viel des Guten. So, hier haben wir jetzt wieder das Problem mit dem Weg. Das heißt, hier machen wir ein Stück weg. Und dann funktioniert das. Also ich habe es jetzt mittlerweile echt einigermaßen raus, was diese Wegebugs angeht. Weiß mir da auf jeden Fall zu helfen. Hier genauso. Macht man hier nochmal ein Stück hin. Das verbuggte Stück macht man weg, wenn man es hinbekommt. Nicht immer ganz so einfach. So. Und jetzt können wir hier dann nochmal das hier zeichnen. Seht ihr, das klappt alles wunderbar. Ich denke mal, ich mache hier einen Kleiderladen hin. Den finde ich ganz schick. Der kommt auf diese Seite.
Und hier vorne könnten wir noch vielleicht eine Toilette hinmachen. Irgendwas Kleines, wenn dann. Wenn überhaupt. Bin mir da gerade noch unsicher. Ich glaube, ich warte erstmal, bis der Kleiderladen fertig ist. Und dann schauen wir mal. Okay, der Kleiderladen steht. Müssen wir mal schauen, dass wir hier noch was Vernünftiges hinbekommen. So. Und ich glaube, das Stück hier, das Weiße, das muss ich halt echt nochmal verlängern oder sowas. Damit das ein bisschen besser aussieht. Das geht, glaube ich, nicht anders. Da müssen wir dann nochmal bis hier vorne machen. Und dann können wir hier nochmal vernünftig das auch verbinden. Und hier dann schön abrunden. Kriegen wir die Lücke hier noch zu. Perfekt. Das ist doch super. Dann hat man hier auch ein bisschen besseren Weg Richtung Eingang. Ich glaube, hier zwischen werde ich auch mal eben so das Ganze ziehen. Ein Schutzbunker würde ich, glaube ich, eher versteckt vor den Leuten machen. Ich glaube nicht, dass die das so direkt vor die Nase gehalten bekommen. Muss ja nicht sein, ne? So ein Schutzbunker ist natürlich jetzt nichts, was mega schön ist für die Gäste. Deswegen macht es eigentlich mehr Sinn, das Ganze halt möglichst versteckt zu halten. Und da könnte man echt überlegen, hier das Ganze einmal entlang zu führen. Das wird wahrscheinlich sehr frickelige Arbeit, aber es könnte sein, dass sich's lohnt. Was gut ist für euch. Das Ganze kann ich rausschneiden und euch das Ergebnis einfach präsentieren. Okay, der Zaun steht und ich bin zufrieden. Das können wir so lassen. Es muss dann nur noch Wald hinter ein bisschen gestaltet werden. Und dann können wir eigentlich schon unsere neuen Bewohner freilassen. Und dann habe ich wieder alles geschafft für die heutige Folge, was ich schaffen wollte. Wird dann alles schön drumherum bewaldet. Natürlich nicht zu dicht an den Weg, weil ich möchte, dass man den Weg später noch gut von oben erkennen kann. Und das hier sind unsere neuen Bewohner. Boah, die sehen aber fies aus. Und sind verdammt laut. Der Schrei passt natürlich nicht ganz so gut. Aber das sind Terrorbirds. Wurde auch häufig in die Kommentare geschrieben, dass wir die ins nächste Gehege packen könnten. Und ich finde, die passen auch richtig, richtig gut hier in unsere Arctic Jurassic World. Die gibt es auch in verschiedenen Farbkombinationen. Der hier ist zum Beispiel ein bisschen heller. Oh, dieser Schrei. Ich weiß gar nicht, ob es nur diese zwei Kombinationen gibt, also schwarz und diese helleren. Oder ob es da noch mehr gibt. Ich würde sagen, wir lassen noch einen weiteren gemeinsam frei. Okay, es scheint wirklich nur zwei verschiedene Farbkombinationen zu geben. Schrei mir doch nicht so dazwischen, Mensch. Also es gibt nur diesen dunkleren und den helleren. Das heißt, wir haben jetzt vier von diesen helleren und einen dunkleren. Das heißt insgesamt fünf Stück. Und die brauchen natürlich auch wieder ganz tolle Namensvorschläge von euch. Diese könnt ihr natürlich fleißig in die Kommentare schreiben. Ich mich sehr darüber freuen. So, nach und nach sollten die jetzt hier landen. Da das übrigens Baryonyxe eigentlich sind, könnten wir sogar noch überlegen, in das Wasser ein Fischfutterspender unterzubringen. Oh, das passt hier sogar. Wie cool. Ist ja perfekt. Dann gehen die da sogar mal Fisch jagen. Das finde ich nicht schlecht. Ich hoffe, das Gehege ist nicht zu klein, aber nee, eigentlich nicht. So, das ist das, was wir heute gebaut haben. Ich bin super zufrieden und ich finde auch unsere neuen Bewohner richtig cool. Sind hier schon fleißig am Verspeisen und rumbrüllen. Die ganz, ganz laute und große Dinosaurier. Aber das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.